can come as close as you when you hear the wind blows. But through this unstoppable storm, love remains, it drives me insane. I feel we got so far in the game now. Everything's on. Hallo, mein Name ist Philipp Meichnitsch. Ich bin PGA Teaching Professional am Grazer Golf Club in Thal bei Graz. Und heute zeige ich dir, wie du in drei ganz einfachen Schritten lernen kannst, deinen rechten Arm, deine rechte Hand im Golfschwung richtig einzusetzen. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich wie immer riesig freuen, wenn du ihn abonnierst. Und solltest du schon ein Abonnent sein, dann klick bitte auf die Glocke, um kein aktuelles Video mehr zu verpassen. Also, wie bereits erwähnt, geht es heute um den rechten Arm bzw. die rechte Hand im Golfschwung. Und heute möchte ich dir zeigen, wie du es schaffen kannst, deine rechte Hand, deinen rechten Arm richtig einzusetzen und das Ganze noch dazu in drei ganz, ganz simplen Schritten. Für Schritt Nummer 1 möchte ich dich bitten, stell dich zu einer Wand. Und zwar stell dich so knapp zur Wand hin, dass du aufrecht stehend mit deinen Fersen sogar die Wand berührst. Und dann möchte ich dich bitten, versuch wirklich einmal den rechten Unterarm an die Wand zu bringen. Denn genau das ist die Rotation, die wir brauchen beim Ausholen bzw. beim Aufschwung des Golfschwungs. Also der rechte Arm sollte in diese Richtung nach außen hin rotiert werden. Und ich möchte dich bitten, versuch wirklich mit deinem kompletten Unterarm die Wand zu berühren. Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist genau dasselbe, nur möchte ich dich bitten, mach das Ganze aus der Golfposition heraus. Stell dich in dein Setup und versuch wiederum mit dem rechten Unterarm, so gut es geht, die Wand zu berühren. Das heißt, das ist wiederum die Rotation, die wir dann im Golfschwung brauchen. Zack, diese Rotation wird im Golfschwung an sich extrem wichtig sein. Und Schritt Nummer 3, um den letzten und wichtigsten Punkt noch zu machen, da geht es darum, den Körper aufzudrehen, wiederum mit dem Unterarm gegen die Wand zu drücken. Und dann möchte ich gerne, dass du versuchst, zuerst den Ellbogen von der Wand zu lösen und erst danach die Berührung mit der Hand loszulassen sozusagen oder die Hand nicht mehr berühren zu lassen. Denn was passiert dadurch? Dadurch flacht der Schläger ab. Hier haben wir wieder die Rotation. Kommt der Ellbogen zuerst nach vorne, flacht der Schläger ab und ich kann den Ball mit wesentlich mehr Dampf attackieren. Noch einmal das Ganze zur Wiederholung. Schritt Nummer 1, aufrecht stehend die Wand berühren mit der nötigen Unterarm- oder Armrotation grundsätzlich. Schritt Nummer 2, das Ganze aus der Golfposition heraus. Und Schritt Nummer 3, aufdrehen, Körper drehen, Unterarm an die Wand. Und dann sollte man eben versuchen, zuerst den Ellbogen von der Wand zu lösen und danach erst die Hand. Und genau mit diesem Gefühl werde ich jetzt versuchen, den Ball zu schlagen und damit eben die maximale Power auf meinen Drive zu bekommen. Das Gefühl, den Arm, rechten Arm rotieren zu lassen und danach zuerst den Ellbogen von der Wand lösen und dann erst die Hand. Ich wünsche dir
wie immer ganz viel Spaß beim Nachmachen der Übung und möchte mich wie immer wahnsinnig bei dir fürs Zuschauen bedanken. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst und die Glocke klickst, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche noch einen ganz schönen Tag, ein schönes Spiel. Ciao.